Gut, ist korrekt alles, oder? Ja, super. Perfekt, danke. Gut, dann freue ich mich, dass Sie dabei sind heute bei dem Vortrag. Jetzt wird es ein bisschen, ich sag mal, artspezifischer. Mein Vortrag geht um den Biorhythmus der Waldschnepfe, und weniger um die ganzen, Dinge außenrum, die Rudi jetzt ja schon schön, benannt hat. Zudem möchte ich sagen, dass der Vortrag von mir heute nicht über das Waldschnepfen-Monitoring an sich ist, sondern es ist ein Teilprojekt davon, und ich werde eben da jetzt Ergebnisse davon vorstellen. So, es geht erstmal los, die Waldschnepfe. Es ist nicht nur ein schönes Postkartenmotiv, wie wir hier sehen können, auch von der Deutschen Bundespost, sondern auch ein spannender Vogel, der im Wald lebt. Es ist die einzige Limicole, also der einzige Bartvogel im Wald, und zudem ein nacht- und dämmerungsaktiver Vogel, was jetzt auch nicht allzu super häufig ist. Die meisten ja doch eher in der Morgendämmerung und über den Tag unterwegs. Hier sehen wir mal die Waldschnepfe am Boden nochmal als Bild. Dadurch, dass die Waldschnepfe nachts im Wald unterwegs ist, gibt es natürlich da auch gewisse Gefahren. Hier mal ein schönes Bild von der Fotofalle, bisher noch nicht von der Waldschnepfe, sondern von einem Wildschwein um 22:45 in der Nacht. Und jetzt sehen Sie im Hintergrund, hinten ist so ein Auge, was leuchtet, und da sitzt die Waldschnepfe jetzt, vielleicht sogar auf ihrem Gelege, das kann man jetzt da nicht sagen. Und jetzt kommt die ganze Wildschweinrotte durch. So. Das heißt, ich gehe noch mal kurz zurück. Wir sehen, die Waldschnepfen sind auf jeden Fall da einigem ausgesetzt bei der Nacht. Hier noch mal eine Waldschnepfe um 17:45 in der Früh am Morgen. Also wahrlich ein Vogel, der zu anderen Zeiten unterwegs ist als andere. Wo lebt die Waldschnepfe? Gerne in offenen Wäldern. Sie braucht diese Lichtungen, um eben ein- und auszufliegen. Es ist ein relativ großer Vogel dann doch, nicht gerade Flugkünstlerin. Und dadurch benötigen sie eben diese offenen Stellen, um da aus dem Wald ein- und auszufliegen. So, jetzt ging es aber weiter. Was hat uns interessiert an der Waldschnepfe oder mich speziell? Wie Sie wahrscheinlich wissen, balzt die Waldschnepfe im Frühling. Das geht dann jetzt langsam los, demnächst. Die Waldschnepfen können nämlich hauptsächlich gesehen, beobachtet oder vielmehr gehört werden in der Balzzeit. Ansonsten ist die Waldschnepfe ein sehr heimlicher Vogel und kaum mal zu Gesicht bekommen, außer mit sehr viel Glück. In der Balzzeit fliegen die Männchen allerdings, sogenannte Balzflüge, und die fliegen dann immer so am Waldrand entlang, und haben dabei eben einen sehr prägnanten Ruf. Ich kann den mal abspielen. Ich hoffe, dann hören Sie es. Genau, diese Rufe, wenn Sie es jetzt gehört haben, ansonsten einfach nochmal in der Kaffeepause kurz bei YouTube schauen. Diese Rufe sind dann eben im Frühling mit Glück am Waldlichtungen zu hören. Dann hören wir die Waldschnepfe. So, interessant ist, dass in vielen Standardwerken zu den Vögeln Deutschlands hier dieses Zitat steht, und das steht hier. Einmal 5 Tage vor und nach Vollmond balzt die Waldschnepfe am intensivsten. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Irgendwie so instinktiv macht es auch Sinn, denkt man sich. Man fragt sich aber dann doch, wieso, warum und wo kommt das her? Hier nochmal eine andere Veröffentlichung, der Hölzinger. Das ist so ein Standardwerk über die Vögel Baden-Württembergs. Da steht auch, dass die nächtliche Waldflugintensität auffallenderweise vor allem 5 Tage vor und nach dem Vollmond stattfindet.
Interessant, habe ich mir gedacht. Und dadurch, dass wir eben relativ viele Daten zur Waldschnepfe aus dem Waldschnepfenmonitoring haben, wollte ich das genauer untersuchen. Zuerst steht dann natürlich noch eine weitere Literaturrecherche bei sowas. Das ist jetzt hier eine Grafik, da geht es um eine andere Schnepfenart, das ist allerdings jetzt nicht so wichtig. Und die haben dort eben untersucht, ob die Waldschnepfen Zusammenstöße mit Autos mit den Mondphasen zusammenhängen. Und hier kann man jetzt eben durchaus einen Zusammenhang zwischen Mondphase und der Anzahl an Verkehrszusammenstößen bzw. an Tötungen von Waldschnepfen durch Kraftfahrzeuge sehen. Genau, schon mal interessant. Also scheint es nicht nur diese Vollmondzusammenhang mit der Waldschnepfenwalze oder mit der Waldschnepfenaktivität bei uns hier zu geben. Hier geht es jetzt weiter. Was tut die Waldschnepfenwalze noch beeinflussen? Und das ist vor allem Wind, wie wir hier gesehen haben. Das war eine Studie aus 2019 aus England. Und Huard und Kollegen haben dort eben untersucht, ob die Waldschnepfenwalze vom Wetter beeinflusst wird. Da rausgekommen ist, dass vor allem der Wind eben die Waldschnepfenwalze beeinflusst. So, jetzt sehen Sie hier die klassische Methode, um eben die Waldschnepfe nachzuweisen. Natürlich nicht bei Tag wie da, sondern Abend und in der Dämmerung dann. Allerdings ist dabei natürlich das Problem, dass wir nur wenige Nächte im Jahr dann am Ende Aufnahmen haben oder Daten haben. Und die anderen Nächte, was da passiert, wissen wir nicht. Das heißt, es ist schwierig da zu sagen, steht da wirklich ein Zusammenhang mit der Mondphase oder nicht, wenn nur an, sagen wir mal, 3 bis 4 Nächten im Jahr der eine Standort geprobt wurde. Ne? Vielleicht ist es ja dann so. Damit kommen wir weiter zur Bioakustik. Wie Sie vielleicht auch schon gehört haben, gab es an oder gibt es an der FOA das Projekt um andere Methoden noch oder um verschiedene Methoden zum Waldschnepfenmonitoring zu entwickeln. Dafür haben wir eben so Audiorekorder, Audiomovs an den ganzen Standorten, das sind jetzt über 70, die Sie da sehen, in Baden-Württemberg aufgehängt. Und diese Rekorder nehmen dann immer also am Abend und in der Nacht eben auf den Ton, der zu hören ist. Und der Rekorder sehen wir hier ein. Und diese Tonaufnahmen, die wir dann mit diesen Rekordern stellen, die werden am Ende über eine künstliche Intelligenz laufen gelassen. Das heißt, diese künstliche Intelligenz, die sucht quasi die Tonaufnahmen ab nach den Lautäußerungen der Waldschnepfe, die wir vorher gehört haben. Also diesen relativ prägnanten Ton. Das funktioniert auch sehr gut. Das hat der Philipp Holderried jetzt auch hinreichend geprobt und es wird auch ganz gut, also es funktioniert sehr gut. Da wird wenig nicht gehört oder so. So. Jetzt, also wir haben ja jetzt eben, wie gesagt, die Aufnahmen kontinuierlich von diesen 70 Standorten haben wir jede Nacht aufgenommen und quasi abgehört mit dieser künstlichen Intelligenz, ob Waldschnepfe vorkommen oder nicht. Wir haben vorher auch gesehen, es gibt auch eben dann diesen Zusammenhang mit dem Wetter. Das habe ich folgendermaßen überprobt in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland und überall sonst auch gibt es eben solche Wetterstationen, wie Sie hier sehen. Da wird die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und eben auch unter anderem die Wolkenbedeckung aufgenommen. Da sehen wir hier so ein Messnetz, das ist vom Deutschen Wetterdienst. Und diese Daten habe ich dann eben noch verschnitten mit der Waldschnepfenaktivität bzw. mit den aufgenommenen Balz-Events sozusagen. Die Monddaten, die kann man sich natürlich auch so aus dem Internet runterladen bzw. auch von den Mondkalendern. So, und das habe ich dann zu verschiedenen Modellen. Damit habe ich dann verschiedene Modelle entwickelt. Damit will ich Sie jetzt da nicht groß langweilen. Hier kommt aber jetzt mal ein Ergebnis. Es sieht auf den ersten Blick relativ kompliziert aus, aber ich werde jetzt mal mit Ihnen zusammen durch die
Grafik hier gehen. Auf der X-Achse, also unten von links nach rechts, sieht man die Minimaltemperatur des jeweiligen Tages. Und die Events auf der Y-Achse, also von oben nach unten, sind eben die gezählten Waldschnepfenrufe, ne, die wir gefunden haben mit BirdNet eben. So, und was sehen wir hier? Diese Steigung der Kurve geht von unten nach oben. Das heißt, je höher die Tagesmindesttemperatur ist, desto mehr Waldschnepfenrufe konnten wir vernehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant, weil das natürlich zeigt, irgendwie unser Modell reagiert auf das Wetter und die Waldschnepfen mögen es nicht zu kalt. Ne, wir sehen auch hier, da geht es ja schon 0 bis 5 Grad. Das ist schon echt dann auch eine Mindesttemperatur im Frühling, da ist es noch frisch in der Nacht, ne? Aber dann, je wärmer es wird, ne? Mindesttemperaturen von 20 Grad pro Tag, das ist schon sehr warm. Aber das scheint der Waldschnepfe jetzt nicht, das scheint die Waldschnepfe jetzt nicht zu stören, wenn es so heiß über den Tag ist oder so warm. So, jetzt sehen wir hier auf der X-Achse, das ist die Durchschnittswindgeschwindigkeit des Tages. Und auf der Y-Achse von oben nach unten wieder die Events, also die gezählten Waldschnepfenrufe. Da sehen wir, dass, dass der Wind auf jeden Fall negativen Einfluss auf die Waldschnepfenaktivität hat. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass bei Wind viel weniger, die Rufe schlechter zu vernehmen sind, nicht nur für das menschliche Gehör, sondern auch für diese Recorder, einmal eben durch dann, sagen wir mal, Rauschen, Mikrofonrauschen und aber eben auch dadurch, dass der Schall einfach weggetragen wird oder auf eine andere Seite gepustet wird vom Wind. So, hier habe ich noch einen saisonalen Effekt eben an dieses Modell gefittet. Y-Day, also die Y-Achse, also die X-Achse hier, Entschuldigung. Die X-Achse hier ist der Tag der jeweiligen Saison. Also das ist hier eine Untersuchung, die über mehrere Jahre ging. Das heißt, je später im Jahr im jeweiligen, desto weniger Waldschnepfenrufe konnten wir vernehmen. So, das ist auch interessant, weil es uns zeigt, dass die Waldschnepfe relativ früh im Jahr anfängt schon zu walzen, beziehungsweise für die Verhältnisse, von denen wir ausgegangen sind, früh anfängt zu walzen. Und es dann eher weniger wird und abnimmt über das Jahr. Das heißt, es wäre da vielleicht gut möglich, mit der Aufnahme schon früher zu starten. So, und jetzt zu der Grafik, auf die alle gewartet haben hier. Am Ende, wir sehen Fraction, also das ist der Anteil des Mondes, der beleuchtet ist. 1 ist der Vollmond und 0 ist Neumond. So. Was sehen wir jetzt hier? Die Events von oben nach unten wieder zu sehen. Und es geht ein bisschen runter, die Kurve. Allerdings ist dieser Errorbar, also diese Fehlerwahrscheinlichkeit, ne, diese graue Fläche hier, die zeigt quasi an, in welchem Bereich dieses Modell zu 95%iger Wahrscheinlichkeit immer liegt. Ne? Und das ist schon so groß, Sie können sich dann denken, wenn diese schwarze Linie hier, die kann man da schon munter hin und her kippen in diesem grauen Bereich. Das heißt, das ist eine sehr, sehr unsichere Aussage. Zudem ist die Steigung sehr gering. Die geht hier von irgendwie knapp unter 3 bis knapp über 2,5, also wirklich nicht viel. Heißt, am Ende konnten wir auf unseren Tonaufnahmen nicht feststellen, dass die Waldschnepfe bei Vollmond oder vor Vollmond signifikant mehr oder weniger balzt. So, jetzt noch dazu der Ausblick. Das ist natürlich sehr interessant. Allerdings muss ich dazu jetzt auch sagen, dass diese Analyse jetzt aus 2 Jahren war. Und um es da sehr valide Ergebnisse zu liefern, müsste diese Untersuchung jetzt natürlich noch über weitere Jahre fortgeführt werden und auch noch natürlich an mehr Standorten. Genau. Falls Sie sich weiter für die
Waldschnepfe und für das Waldschnepfenmonitoring interessieren, kann ich aber auf die Webseite der FOA verweisen. Da gibt es noch viel zum Waldschnepfenmonitoring zu hören. Jetzt sehen Sie hier nochmal meine Referenzen, die da genannt wurden. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf Fragen von Ihnen. Dankeschön.